Alles klar, Kommissar. Hallo, ich probiere schon mit recht, also willkommen zurück zu Mass Effect 3, Legendary Edition. Wir haben genug Munition, Alter, 30, 36 Schuss haben wir. Müssen die uns echt einteilen, ne? Müssen wir auch gucken, dass wir irgendwas mitnehmen. Vielleicht können wir ja irgendwas mitnehmen hier. Was war das? Genau, ne? Aber das haben sie nicht geändert, ne? Von Cerberus, die Dinger hier. Die Rüstungen haben sie geändert, aber Cerberus Dings nicht. Festus, ich weiß, dass du am Obst knapperst. Ich weiß, dass du am Fuß knapperst, wenn ich nicht dabei bin, lass das. Ich mach's meins ernst. Wer ist Festus? Und wieso knabbert er am Obst? Und wieso sieht das eigentlich immer alles so abgefuckt aus hier unten? Brooks, ich habe einen Weg auf die andere Seite gefunden, ist aber abgeriegelt. Ja, klar, wegen der Abriegelung. Kommen Sie durch? Ich versuche einen Override. Das sieht ja sehr trist aus. Bitte passen Sie auf, wo Sie hintreten. So. Kurz meinen Untermieter reinlassen müssten ich tun. Ja, ich habe ihn ausgesperrt. Hups. Und er kann bei sich nicht klingeln, weil. Verdammt! Shepard, was machst du denn da? Das habe ich ja bis hierher gehört. Alles unter Kontrolle! Ich dachte, ich mach's ein bisschen interessanter. Verstehe. Hat Ihr Schädel bei dem Sturz Schaden genommen, Commander? Ah, da drüben ist er. So, was sind wir denn? Hallo, sind wir noch da? Nö. Oder? Vorne? Ne, das sind Puppen.
Was ist denn das für ein Scheiß? So, drei Schüsse haben wir noch. Shasta, Liebling, folgendes. Du kannst solche Sachen zu Julia einfach nicht sagen. Sonst flippt sie aus. Ich schwöre dir, da sprengt es ihr das blaue Köpfchen weg. Ich bezweifle, dass ihr Papa eine Watcher war. Nur so ein Gefühl. Okay. Random? Ja, Drohne kannst du ja weglassen, Diggi. Drohne ist auf jeden Fall ein Magazin. Was haben wir hier? An alle Mitarbeiter, ich weiß, dass einige von euch mit den Gedanken spielen, bei mir zu kündigen und bei diesem Luder drüben bei Mirsch anzufangen. Aber die sorgen sich nicht so um euch wie ich. Ich sorge mich nämlich total um euch und das ist das im positiven Sinne, ohne Hintergedanken. Salukuis West Manager von aller Blades. Ben Allen Blades, keine Ahnung. Leute, ich glaube, mir ist bei was voll Extremen das Kreuzband gerissen. Verliert das Bewusstsein, der Schmerz, Giblanski. PS, okay, Leute, echt, mir wird schwarz vor Augen. Ach so. Verstanden. Okay, Brooks Schluss. Ende. Brooks Ende. Schluss und aus? Alter Maul. Verdammt. Okay, bis dann. Ey, was ist denn hier los? Wieso sind die Konsole so, ne, und so Mist? Und diese PNGs dort unten, ne? Wäre klar, das Spiel ist 10 Jahre alt. Dann kommt 2012 raus vor 10 Jahren, Digi. Also, hat schon was auf dem Buckel, ne? Stimmt, Liara und schlechter Tag heute, Shepard? Könnte man sagen. Der Landeplatz ist da drüben, aber hinter einem versperrten Tor. Suchen wir eine Steuerkonsole. Ich mag dein Outfit. Steuerkonsole, genau. Ich mag dein Outfit. Du bist durch ein Aquarium gefallen? Reden wir später drüber. Ich liebe Diara. Echt schade. Ich mochte dieses Restaurant. Wir reden später drüber. Ich liebe Liara. So ist es einfach. Aber sie hat schon recht, ne? Ist ein verdammt geiler Hoodie, ne? Der Kirsten Stahlwerk, was? Christian Stahlwerk, keine Ahnung. Von Hand in Fabrikationstanks montiert. Das sind Fabrikationstanks, Digga. Montiert die mit gefiltertem Quellwasser aus dem Eisberg von Imania gefüllt sind. Wieso sind die Tanks mit Quellwasser aus einem Eisberg gefüllt?
Der Stallwart, okay, Werkwart, ist mehr als nur ein Auto, er ist eine Lebensentscheidung. Okay, das garantiert Christian. Ne? Manager Sankol, wenn, was auch immer für ein Kunde. So bestimmt dasselbe, oder? Sie suchen etwas Einzigartiges, etwas, das sogar ihre Asari-Nachbarin verneid ergrünen lässt. Ah, grüne Asari, Alter. Mit dem Grissom Dauntless haben sie es gefunden. Diese robuste Schönheit bringt sie nicht nur von einem glamourösen Video Premiere zur nächsten. Sie trägt sie dahin auf einer Wolke des Lächelns. Das beste Angebot im bekannten Universum, oder? Ich will nicht mehr, wer auch immer das ist. Keine Ahnung. Wollten Sie jemals Gefahren aus der Sicherheit Ihres eigenen Skycars heraus erleben? Müssen Sie die Weiten des Unbekannten erkunden und rechtzeitig zum Abendessen wieder zu Hause sein? Der Chrisen Garland erledigt das für Sie. Leistungsstark, geräuscharm und bereit, sich auf das aus den exklusiven Bollwärts in den Kampf zu stürzen. Echt jetzt ein Kampfflugzeug? Okay. Chrisen-Modus verschafft ihnen Raum zum Atmen. Mehr oder weniger immer von TB, keine Ahnung. Hat die meine Ausrüstung gar nicht dabei? Schnucki? Wo ist meine Ausrüstung? Hast du die gar nicht geholt? Das nenne ich jetzt natürlich. Das ist eher ungünstig. Ich glaube, hier gibt es nicht mehr. Ey. Vielleicht hier? Kaffee voll Automat. Nein. Hier gibt's noch was. Na, da hätte ich jetzt aber mehr erwartet. Aber man kann sich wirklich nicht alles kaufen. Zurücktreten. Moment. Hallo? Könnten Sie bitte das Tor öffnen? Danke. Bitte gehen Sie! Sind doch zwei reizende Damen, hallo, was willst du? Also, das hätte ich auch geschafft. Hey, aber hallo! Hallo! Das hat nichts mit der liebreizenden Liara zu tun. Rex. Rex? Was machen Sie denn? Kleinerer Streit mit dem Rat über die kroganische Expansion. Eine Minigun. Shepard! Gibt es einen Weg hier raus? Rex, ich bin Profi. Das ist kein Ja. Aber auch kein Nein. Commander! Joker, wir haben kein Transportmittel mehr. Wo sind Sie? Unterwegs. Hab Brooks aufgesammelt. Dachte, Sie haben bestimmt ein paar Fragen. Gut gemacht.
Nein! Dammit! Commander, hat C-Sicherheit Sie gefunden? Sind Sie okay? Ja und nein. Söldner in einem Shuttle von C-Sicherheit. Was? Ich bin gerade ein bisschen beschäftigt. Natürlich, tut mir leid. Wir sind gleich da. Ach, was? Bin fast da, Commander. Halten Sie durch. Guter Ort für einen Kampf. Man kann so viel kaputt machen. Nähere mich Ihrer Position, Commander. Folge einfach dem Mündungsfeuer. Bestätige. Tut mir leid, dass ich so spät komme. Ich musste die Touristenroute nehmen. Touristenroute? Wir hatten vier beinahe Abstürze. Wo zum Teufel haben Sie bloß fahren gelernt? Schöne Grüße von Brooks. Kommen Sie zum Shuttle. Wir können, Commander. Ach, das ist unser Shuttle oder was? Ach, nee. Exfiltration. Yeah. Kann mir jemand sagen, was hier vorgeht? Wer waren diese Söldner? Schwer bewaffnet und mit Shuttles von C-Sicherheit. Ich weiß nicht. Hab sie noch nie gesehen. Unfassbar, dass sie das überlebt haben. Die hatten Waffen und Granaten und diese Drohnendinger. Ja, und ich habe das überlebt, obwohl du mich die ganze Zeit verrätst. Ist schon okay. Ich frage Commander Bailey, was bei C-Sicherheit los ist. Okay, das klingt... Moment! Macht das Ihren Kontakt dann nicht automatisch auch zum Ziel? Sie hat recht, Shepard. Bis wir mehr wissen, ist das ein enormes Risiko. Okay, dann machen wir erstmal allein weiter. Genau, allein. Ohne Hilfe. Außerhalb des Gesetzes. Okay. Ja, ist klar. Brooks, es ist okay. Ich weiß, es ist ein bisschen viel. Ich wurde angeschossen. Ich habe Medigel. Aber ich mache einen Bürojob, damit ich eben nicht angeschossen werde. Und Sie töten 100 Leute mit einer Pistole. Ja. Okay, ja, das ist passiert. Ich meine, wer macht sowas? Also außer Ihnen. Commander Shepard macht einen angeblich nervös. Wirklich nervös? Wie sind Sie da reingeraten? Ich verhindere für den Allianz-Geheimdienst das Fälschen und Hacken von Officer-IDs. Ich melde zum Beispiel, wenn jemand mit einem Admirals-Ausweis einen Nachtclub auf der Citadel besucht, obwohl dieser Admiral gerade auf Tuchanka kämpft. Ich habe ein tolles Programm dafür geschrieben. Es heißt Mr. Biscuits. Wie meine Katze. Brooks. Tut mir leid, also Mr. Biscuits, mein Programm hat ein Eindringen in Ihre Geheimakten festgestellt. Das geschah dann mit allem, was wir über Sie haben. Personalakte, Missionsberichte, einfach alles. Seit wann führt das Hacken von Personaldaten zum Einsatz schwerer Waffen? Bedenken Sie, was Verbrecher mit Shepards militärischen Zugangscodes anfangen könnten. Oder mit ihren Spectre-Codes. Deshalb sollen Sie sterben, Shepard. Dann hält die nichts mehr auf, bis es zu spät ist. Okay, finden wir raus, wer die sind, und halten wir sie auf. Genau. Vielleicht die Pistole, die Sie mitgenommen haben. Ganz schön heftig für so ein kleines Ding. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich auch nicht. Mal sehen, was ich rausfinden kann. Versuchen Sie es. Aber ich möchte Sie warnen. Ich habe nichts gefunden und ich habe ziemlich tief rumgestochert. Aber natürlich. Liara findet alles. Sortiere relevante Informationen, Dr. Tassoni. Danke. Okay, Liara ist beschäftigt. Was macht der Rest der Crew? Ja, was ist mit diesen Faulenzern? Joker, Sie waren beschäftigt. Ich habe Leute gefunden, die gerne unter Beschuss liegen. Erlaubnis an Bord. Hey, meine Crew ist da, meine Crew ist da. Okay, später, wenn alles vorbei und geklärt ist, müssen wir uns über diese Ködersache unterhalten.
Wie läuft's, Commander? Bin ich froh, dass Liara dabei ist. Wenn jemand in einem Berg langweiliger Infos den einzigen wichtigen Hinweis finden kann, dann sie. Hey, Shepard. Damals bei meiner Pilgerreise bin ich oft an diesem Sushi-Laden vorbeigegangen und habe durchs Fenster die Fische beobachtet. Ich wusste, man würde mich niemals reinlassen, aber ich sagte zu mir, eines Tages, wenn ich mich in der Galaxie bewährt habe, werde ich dort zu Abend essen. Und dann hat jemand den Boden dort ruiniert. Gibt's da überhaupt Speisen für Quarianer? Darum geht's nicht, Shepard. Was? Hey. Der Restaurantanschlag ist in den Nachrichten. Die zivilen Verluste scheinen sich auf Fische zu beschränken. Hallo, Shepard. Ich finde das cool, wie die da sitzt. So richtig menschlich, so richtig. Bin ich gut. Bin ich sehr gut. Hey, guck mal, der war gerade irgendwie gar nicht dabei. Es geht doch nichts über einen kroganischen Leibwächter, was? Ich hatte mal einen Kumpel, der war auch so. Also, genau genommen war er nicht wirklich ein Kumpel. Eher ein Häftling, der uns geholfen hat. Ja, das ist eine lange Geschichte. Übrigens, Brooks ist irgendwie niedlich. Ob die wohl auf dem Markt ist? Shepard. Die wohl auf dem Markt ist? Glaub mir, Brody, die willst du nicht. Shepard, ich hab was gefunden. Wir können das Team zusammenrufen, wenn sie bereit sind. Ja, wir gehen erstmal gucken hier. Hey! Zum Glück ist bei dem Hinterhalt nichts weiter passiert. Keiner von uns hat das kommen sehen. Aber das ist eine Lektion. Kein Abendessen mit Joker. Es endet immer böse. Freut mich, dass Sie okay sind, Shepard. Noch am Leben. Von Grace Sato. Grace. Wer ist Grace Sato? Commander Shepard, ich wollte nur sagen, dass ich tief in Ihrer Schuld stehe. Nicht nur... Weil sie mir ein Leben retteten, sondern auch, weil sie mir meinen neuen Sinn aufgezeigt haben. Auch in unserer Tour bei der Sicherung der Basis auf Ontarum weiß ich nun, dass ich mehr zu bieten habe als bloß technisches Wissen. Ah ja. So, warte mal, der Garrus ist hier. Wie lange hat's gedauert, Shepard? 5 Minuten, bis jemand das Feuer eröffnet hat? Andererseits können wir in diesem coolen Geheimversteck abhängen, solange die Bösen nicht durchs Fenster reinschauen. Oh, es geht schon wieder los. Und es geht schon wieder los. Hey, Jarvik ist auch da. Trainer auch hier ist? Ich wette, Sie haben noch nie gesehen, wie ein Shuttle so runtergeholt wurde. Ich hab's immer noch drauf. Oh ja, alter Mann. Commander, als wir in meinem Zyklus vor dem Kampf geflohen sind, indem wir durch Tanks mit Wassertieren stürzten, haben wir normalerweise... Oh, richtig, haben wir nie. Sie sind eine Pionierin. Yay! Jarvik hat einen Witz gemacht. Das müssen wir feiern. Ah, Trainer ist nicht hier, ne? Schade. Ich hätte gedacht, die ganze Crew kommt, die ganze Normandy-Crew hier. Alles full house. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin und, das ist der Tisch aus dem Dings noch. Bis dahin und, ja, tschüss.